Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mauser Kubat und ich habe für euch natürlich auch an Weihnachten YouTube-Videos dabei. Ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die auch an Weihnachten zocken oder gerade an Weihnachten zocken, weil sie da mal die Zeit haben, weil sie Urlaub haben. Nochmal an all diejenigen, die jetzt über Weihnachten arbeiten müsst, ihr habt meinen größten Respekt. Danke an alle, die den Laden am Laufen halten, die im öffentlichen Dienst, bei der Feuerwehr, bei der Polizei, bei den Rettungskräften, aber auch bei der Bahn, an alle, die über Weihnachten arbeiten müssen, Hut ab, danke für euren Einsatz und ansonsten wünsche ich allen frohe Weihnachten. Wie gesagt, ich habe für euch YouTube-Content mit dabei, das, was vielleicht den einen oder anderen interessiert. Ich will jetzt hier mit diesem Video anknüpfen an ein Videoformat, was ich schon mit Prokhorovka angefangen habe und dann hatten wir erst vor kurzem Lakeville. Heute wollen wir uns Spaßfield anschauen oder auch Airfield. Die Karte wurde ja überarbeitet. Meine kurze Meinung zu der Karte, ich finde sie nach wie vor nicht geil, um nicht zu sagen, ich finde sie sogar eher meh, aber, und das muss ich fairerweise dazu sagen, ich wähle meine Karten unter anderem auch danach aus, wie meine durchschnittlichen Gefechtsergebnisse aussehen und da muss ich jetzt fairerweise sagen, auch wenn ich die Karte nicht mag, und das werdet ihr auch gleich in den Replays, die ich für euch dabei habe, sehen, fallen meine Gefechtsergebnisse trotzdem ganz gut aus. Und das hat auch Gründe und darüber möchte ich mit euch sprechen und vielleicht probiert ihr es dann einfach mal aus und schaut, wie das Ganze für euch läuft. Gerade jetzt im Weihnachtsgejodel und die Replays, die ihr euch anschauen könnt gleich, die sind alle zu den Feiertag-Ops entstanden. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt Replays wären, die irgendwie unter, sag ich mal, normalen Geschäftsbedingungen gelaufen sind, sondern das waren jetzt auch Feiertag-Ops Jodelrunden. Aber bevor wir damit loslegen, ihr kennt es, wir wollen die Karte mal ganz kurz einordnen. Wir können bei Airfield sagen, dass wir Airfield in drei große Teile aufteilen können. Ich mache dazu jetzt mal hier ganz kurz die Minimap an und dann seht ihr hier unten, wo wir mit der Kamera uns bewegen. Also ich würde sagen, es gibt einmal diesen Teil der Karte, das können wir grob den Süden nennen oder ja, viele nennen es dann auch hier das Hochplateau, die Wasserseite, wie auch immer man das Kind nennen möchte. Das ist auf jeden Fall der Bereich. Es gibt hier hinten einmal diesen Bereich direkt am Strand, wo die Leute gerne versuchen, aggressiv entweder hier in Richtung Westen zu kommen und dann von hier hinten fighten oder wo sie versuchen, hier in Richtung Osten über den Strand rüber zu fahren. Viele versuchen dann erstmal mit Zwischenstopp hier weiterzuarbeiten. Die ganz Wahnsinnigen fahren dann auch gerne mal hier den Strand hoch und sind dann natürlich vogelfrei für die TDs, die hier stehen, für die Panzer, die hier in dem Bereich stehen, die haben nämlich hier, wie ihr sehen könnt, alle Crossshots rüber. Ja, also das ist das Zentrum. Das Zentrum hat aber auch ein bisschen Charme. Man kann nämlich von hier, wenn man zum Beispiel hier in diesem Bereich hochpiekt, kann man hier die Kollegen spotten. Man kann natürlich hier Highdown gegen andere Panzer kämpfen. Und mittlerweile ist es so, in der Überarbeitung, dass man auch hier hoch und hier runter fahren kann. Das hat zumindest für diesen Bereich für ein bisschen mehr taktische Tiefe gesorgt. Das war ja früher nicht der Fall. Da konnte man hier nur durchfahren, aber man konnte hier nicht hochfahren. Also das ist gar nicht so schlecht. Und ansonsten kann man von hier hinten natürlich auch in die Balkone reinschießen, aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass die Gegner auch hier zurückschießen können. Gleiches gilt von dieser Seite. Auch hier könnt ihr natürlich hier rüberschießen, aber hier in dem Balkon und da in dem Balkon können die Gegner auch zurückschießen und dazu kommen natürlich noch diverse Positionen, wo TDs drin stehen können, hier in den Büschen, da in den Büschen, hier oben, also vieles ist hier sehr, sehr abgezirkelt und deswegen gleich als Vorwort vielleicht vorweg, Airfield ist eine Karte und deswegen ist sie auch so unbeliebt, wenn ihr versucht dynamisch zu agieren, wenn ihr versucht aggressive Plays zu machen, ihr meistens auf die Nase fallt. Wer sich zuerst bewegt, verliert. Das ist ja so ein bisschen das Stichwort bei der Karte und da ist auch ein gewisser Wahrheitsfaktor dran. Das kann man sich aber auch gerade zur Weihnachtszeit, aber auch das restliche Jahr über gut zunutze machen, weil die Leute regelmäßig freiwillig in den Tod krachen bzw. viel zu aggressiv reinpushen und ihr dann unaufmerksame Spieler quasi erledigen könnt. Dann gibt es hier die große Mitte.
Auch hier haben wir natürlich diverse neue Felsformationen, die ehrlicherweise das Spielerlebnis in der Mitte eher schlechter als besser gemacht haben. Ich erkläre auch ganz kurz, warum. Wir haben zum Beispiel hier diesen mittleren Schlauch, ja, und wenn ihr mal ganz kurz anguckt, wie die Bodenbeschaffenheit ist, ist alles eben, ja. Also man muss schon hier hinten Halldown stehen, um quasi wirklich Halldown fighten zu können. Sobald ihr hier in diesen Bereich reinfahrt oder hier, gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr, irgendwie eure Wanne zu verstecken, sondern das ist alles ebenerdiger Fight. Das bedeutet aber auch von der anderen Seite, sobald ihr hier um diese Ecke rumgefahren seid, hier könnt ihr noch einigermaßen Halldown stehen, aber sobald ihr euch irgendwo in diesem Bereich aufhaltet, gibt es für euch keine natürliche Deckung mehr und ihr könnt eure Wanne auch nicht mehr verstecken. Auf der anderen Seite wurde diese Position ein bisschen entschärft. Ihr seht das durch diesen riesen Felsen hier. Früher war es so, dass die TDs von hier hinten komplett hier reinschießen konnten. Das geht nicht mehr. Aber, und dazu komme ich gleich noch, es gibt natürlich noch Positionen, die zeige ich euch gleich, mit denen man hier durchaus reinwirken kann. Dann gibt es hier in der Mitte noch dieses Areal. Hier ist natürlich extreme Gun Depression von Vorteil. Also zum Beispiel sowas wie einen Kranwagen oder so, der wird sich hier heimisch fühlen. Oder extreme Panzerung mit einem Minotauro etc. kann man hier auch fighten. Ich empfehle, wenn ihr hier fighten wollt, immer von dieser Seite. Also hier unten rumfahren und von dieser Seite hier fighten. Warum? Wenn ihr von hier anfahrt, habt ihr zwei Probleme. Und das gleiche gilt spiegelverkehrt wieder genauso. Erstens, hier hinten stehen gerne Lights oder TDs drin, die spotten euch, sobald ihr hier hochfahrt. Wenn ihr hier noch nicht gespottet worden seid, werdet ihr spätestens hier gespottet von den TDs, die hier stehen. Und die können hier komplett ungestraft reinhalten. Also von dieser Seite an dieser Ecke spielen, ist immer ein Risiko und da muss man schon genau wissen, was man tut und man muss vor allem auch die Panzerung haben. Und wenn man nicht genau weiß, was man tut, sollte man eher von dieser Seite hier ranfahren. Das mal so als kleiner Tipp. Ich zeige euch das auch gerne von der anderen Seite. Hier ist natürlich noch ein steilerer Anstieg, das heißt, es wird häufig schwierig, von dieser Seite hier ranzufahren. Da hat die gegnerische Seite einen Vorteil. Wenn ihr hier rumfahrt, na, das Gleiche, ihr werdet gerne von hier hinten gespottet und wenn ihr hier reinpiekt, da oben in diesen Büschen stehen gerne TDs drin, die hier einfach komplett durchschießen können. Von hier geht das Ganze ja auch nicht unbedingt viel besser, deswegen hat die gegnerische Seite da in diesem Kanal auf jeden Fall den Vorteil, weil ihr seht jetzt auch, wie steil das hier ansteigt. Ne? Gibt es eigentlich kaum einen Panzer, selbst einen Kranwagen etc., der hier vernünftig fighten kann, ohne dass er dann, wenn er hier rumpiekt, von diesen TD-Hügeln hier beschossen wird. Also, merken, wenn ihr das Team seid, was quasi auf der anderen Seite, also im Osten startet, dann habt ihr hier an dieser Position einen Vorteil. Wenn ihr das Team seid, was hier, wo der rote Capkreis ist, im Westen startet, dann habt ihr in diesem Schlauch hier einen Nachteil. Ja, und dann gibt es noch das, was eigentlich der Namensgeber ist, nämlich das Airfield, das Flugfeld hier, da hinten mit den Hangarhallen und hier als Flugplatz, Rolllandebahn quasi. Ja, da haben wir natürlich erstmal ein Riesenareal, was eigentlich nur für TDs irgendwie interessant ist oder um hier mal schnell durchzukrachen. Und ansonsten sind hier diverse neue Positionen dazugekommen für die Lights. Und die sollte man auch nutzen, habe ich gleich für euch auch ein Replay dabei. Es ist sogar extrem unfair eigentlich, weil ihr habt hier einen Stein mit einmal hier einem Busch, wo ihr rauspieken könnt und einmal hier einem Busch. Wer besonders schnell ist, kann sich hier auch noch die Palmen umwerfen und hat dann auch noch einen Doppelbusch, mit dem er arbeiten und spotten kann. Und ihr habt hier eine relativ lange Hecke, wo man, wenn man es drauf anlegen möchte, auch hier vorne drin stehen kann, in der Hoffnung, dass die Gegner immer hier neben den Stein schießen. Wichtig ist halt immer, dass ihr abwechselnd piekt und dass ihr unberechenbar bleibt. Weiter nach vorne zu verlegen am Anfang der Runde würde ich definitiv nicht empfehlen, weil ihr dann hier dieses Areal crossen müsst und die Gegner euch dann spotten. Von der anderen Seite ist es im Prinzip genau das Gleiche. Also ihr merkt schon, sehr, sehr viele Positionen hier spiegelverkehrt und dementsprechend auch langweilig und vor allem kann hier wirklich jeder Winkel abgeaimt werden.
Das wiederum führt mich zum Anfang des Videos. You push, you lose. Ihr bewegt euch, ihr verliert. Lasst den Gegner erstmal in euch reinfahren. Also Airfield ist schon immer, und das hat sich noch dramatisch verschärft mit der Änderung der Karte, schon immer eine Geduldsprobe gewesen, wenn man das so sagen mag. Auch hier, ihr seht es, das Gleiche. Es gibt hier von beiden Seiten wieder die Möglichkeit, diesen Stein zu nutzen, zu spotten, von hier zu spotten und safe zu stehen. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ganz kurz die TD-Position und dann schauen wir uns das einfach im Spiel an. Ich habe drei verschiedene Replays für euch dabei und ich denke, da wird das dann einigermaßen deutlich. So, wir haben jetzt hier natürlich die klassischen TD-Positionen. Hier stehen TDs gerne, die quasi das Feld überwachen. Für mich am effektivsten von den TD-Positionen. Eine, die ich sehr gerne mit sehr genauen Kanonen wie der Grille spiele oder einem WT auf Panzer 4, hier hinten. Ihr könnt von hier, hier komplett reinschießen, ihr könnt hier aufs Flugfeld schießen, ihr könnt hier hinten an der Grundlinie euch bewegen und habt auch Möglichkeiten, hier reinzufeuern, wenn die Gegner aggressiv werden. Ihr habt Möglichkeiten, hier reinzufeuern. Also ich würde mich sogar hier immer hinten hinstellen, weil ihr hier auch nicht Gefahr lauft, aufgeklärt zu werden. Es gibt zwar jetzt hier keine Büsche, aber die braucht man auch nicht, wenn man mit den Sichtkreisen arbeitet. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Und ansonsten macht es sich als TD eigentlich auch immer ganz gut, wenn man sich in diesem Bereich auffällt, gerade wenn das Spiel dann fortgeschritten ist, weil ihr von hier natürlich in die Mitte feuern könnt. Wenn hier Gegner langfahren, könnt ihr da reinballern. Ihr geht dabei natürlich auf, aber man kann sich hier eigentlich immer wieder recht gut safe stellen. Ihr könnt von hier einen Push, der hier über den Strand kommt, abfangen. Und ihr könnt quasi sofort wechseln, euch hier in diese Position stellen und Gegner, die hier lang pushen, beschießen. Also diese Position auch nicht zu unterschätzen, wird leider viel zu selten genutzt, bietet viele Optionen, gerade im Late Game, wenn ihr in der Unterzahl seid, wenn das Gegnerteam pusht, hier einen Push wirklich effektiv aufzufangen. Kommen wir nochmal zur Gegenseite. Da bietet sich auf jeden Fall dieser Hügel an, der wird ja auch immer gerne gespielt, weil man von hier oben, da muss man natürlich aufpassen, mittlerweile ist es so, dass viele tatsächlich auch blind hier reinschießen, also diesen Busch hier kann man sehr gut nutzen, man kann sich aber auch, wenn man genug Tarnwert hat, hier offen hinstellen, wenn man vorne Mitspieler hat, die hier spotten, kann man hier den Strand beschießen von hier oben, man kann hier oben drauf alles beschießen, aber natürlich muss man dann auch rechtzeitig aufrücken oder seine Position verlassen, so als kleiner Hinweis, wenn die Gegner Gefahr laufen oder andeuten, dass sie hier schon über das Wasser übersetzen in Richtung eures Strandes, solltet ihr euch definitiv fallen lassen. Ansonsten kann man von hier einen Push, der über die A-B-Reihe ausgetragen wird, quasi auffangen. Man kann einigermaßen gut decappen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die allseits bekannte Position hier hinten, wo man sehr gut agieren kann, wenn man den nötigen Tarnwert hat. Leider sieht man immer wieder Leute mit einem Jagdpanzer EN-100 oder einem E3 oder sowas hier. Die haben hier natürlich überhaupt nichts verloren, auch einen Minotauro. Eure Aufgabe ist hier vorne Druck zu machen, beziehungsweise hier vorne diesen Push zu stoppen, aber nicht hier oben drin sneaky peeky zu stehen. Das hier sind Positionen für Stritzwarns, für Papier-TDs, à la Skorpion, à la Su 130 PM, aber das hier ist mitnichten eine Position, wo ihr mit Keiler-TDs drin steht oder auch so zum Beispiel in einem Tier 8-Battle mit einem TS5 steht man hier nicht drin, sondern man versucht natürlich dann hier, sich als Heavy zu bedienen und dementsprechend dann auch vorne Kanonen rauszunehmen und nicht hier irgendwie sneaky-beaky zu machen. Ansonsten gibt es natürlich noch diese Position hier, die war früher mal viel, viel stärker. Das liegt einfach auch daran, dass mittlerweile diese Hangarhalle da eingeführt worden ist und dass es vielfach gar nicht möglich ist, jetzt hier effektiv wirklich Wirkung zu zeigen. Also diese Position hat massiv an Bedeutung verloren. Weil man gar nicht genug Crossshots hier bekommt, aber es gibt dennoch hin und wieder die Möglichkeit, wenn die Gegner hier irgendwo aktiv werden, zu arbeiten. Aber ihr solltet dann auch auf der Minimap im Auge behalten, ob ihr entkommen müsst. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir in die Runde rein. Wir sind als erstes in einem Light unterwegs. Ich will euch als erstes mal Light-Gameplay mitbringen, weil das ist gar nicht, es ist gar nicht anspruchsvoll und irgendwie dann doch wieder. Ihr müsst halt einfach, eure einzige Aufgabe ist in dem Fall, so schnell wie möglich zu versuchen, in diesen Busch reinzukommen.
Mit einem Radpanzer geht das natürlich ganz gut mit 80 km/h, aber auch mit einem LT 432, mit einem ELC Even 90. Also eigentlich mit jedem Light, was will man sonst auf dieser Karte machen, sollte man versuchen, hier in diesen Bereich reinzukommen. Ihr müsst euch natürlich darüber im Klaren sein, dass Arti immer versuchen wird, euch rauszunehmen. Also da definitiv auch in Bewegung bleiben. Nur schießen, wenn ihr sicher Schaden machen könnt, und ansonsten ja, gucken, dass ihr Spots liefert. Und ihr werdet immer wieder Verwirrte finden, wie den VK4502A zum Beispiel da, die übers Flugfeld nach vorne fahren. Wir haben jetzt hier eine normale Verteilung für Airfield. Guckt euch das an. Hier oben, da stehen, hier oben ist schon wieder wie auf Mallorca. Handtuchwerf-Wettbewerb, 50-100 steht da oben drauf. Die Heavys fahren hier vorne in den Bereich. Die gegnerischen Heavys sind auch schon alle angekommen. Und bis jetzt ging es eigentlich nur darum, hier ein bisschen zu schießen. Der Boras will da schon wieder weg. Der Lynx ist im Prinzip von seiner Seite auf die gleiche Position gefahren. Und jetzt seht ihr, das hier kann relativ schnell auch zum Ende führen. Vipera, G-Saw. Ich würde am Anfang einer Runde auf Airfield immer davon abraten, da so schnell in den Bereich reinzukrachen. So, jetzt ist der Lynx hier nach vorne gekommen. Auch das viel zu aggressiv. Ja. Also von unserer Seite Vipera, G-Saw, meiner Meinung nach viel zu aggressiv. Von der gegnerischen Seite der Lynx viel zu aggressiv. Ist schon gleich über die Mitte übergesetzt, ohne sich da vielleicht im Klaren darüber zu sein, dass ich hier stehen könnte. Jetzt kommt hier auch noch ein Skorpion nach vorne gefahren, gibt seine Position preis oder auf. Und auch das wieder. Auch der Bisonte hier. Das sind alles jetzt gute Beispiele dafür, wie es nicht laufen sollte. Lynx ist jetzt tot, hat sein Ende gefunden. Der Bisonte versucht hier auch weiter zu pushen. Und ich gebe ihm einfach HE ins Heck. Und ich denke, das ist auch ein ganz guter Beleg für You Push, You Lose. Hinter diesem Stein, der Lynx musste schon hier komplett nach vorne krachen, um mich hier rausholen zu können, beziehungsweise um hier auf mich schießen zu können. Und wenn noch so viele Kanonen vom eigenen Team am Leben sind, dann ist das Pushen einfach unmöglich. Und auf der Gegenseite, habt ihr es vielleicht gerade so ein bisschen auf der Minimap gesehen, mit unserem Vipera ist das Gleiche passiert, ja. Hier zu so einem frühen Stadium auf der Karte Airfield zu pushen, führt unweigerlich immer zum Rundenende. Wichtig ist jetzt hier, wenn ihr an diesen Büschen piekt, nicht immer den gleichen Busch pieken. Auch beim Thema, und das ist vielleicht dann so ein bisschen wieder Tätigkeit der Einzelschütze oder Spotmechanics, auch mal warten auf den Blindschuss. Nicht immer sofort, wenn ihr zu seid, wieder in den Busch reinfahren. Ja. Jetzt dauert es 3 Sekunden, bis seine Lampe angeht. Also da könnte man auch jetzt einfach mal ganz kurz ihn anspotten. Warten, bis seine Lampe angeht, direkt wieder in Deckung fahren. Dann auf den Blindschuss warten und dann einfach zurückschießen. Also da auch variabel bleiben. Nicht immer kurz anpieken, sofort schießen, sondern auch mal ganz kurz gucken, ob ihr was spotten könnt. Wenn ihr nicht spotten könnt, umso besser. Ja, und ihr seht, jetzt ist der nächste rausgegangen. Also unser Push auf der anderen Seite genauso ineffektiv. Der G-Saw 1010 auch draufgegangen, der Vipera draufgegangen. Unser XMV, jetzt hier unsere Kollegen in der Mitte, machen auch viel zu viel Druck. Jetzt sind sie schon wieder dabei, hier durchzupushen. Guckt hier kurz auf die grünen Heavys. Hier sind jetzt 4 Heavys, die versuchen hier durch die Mitte zu pushen. So, da ist der Skorpion. Hat direkt wieder versucht zurückzuschießen. Ich bin gespottet. Ich kann aber entspannt bleiben. Und ja, mir ist es letztendlich ganz wichtig, dass ihr aus diesem Video mitnehmt, dass man so bedacht wie möglich ist. Natürlich, wenn jetzt euer ganzes Team sich in den Tod jodelt, machen wir uns nichts vor. Dann ist es ruckzuck so, dass die Gegner einfach eine Übermacht haben. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, seid nicht der Typ, der meint, er könnte jetzt hier auf Airfield extrem aggressiv spielen, weil ihr so ein krasser Motherfucker seid und ihr wollt jetzt unbedingt dem Spiel euren Stempel aufdrücken, sondern ihr müsst schon darauf achten, dass ihr
letztendlich dem Gegner auch die Zeit lasst, Fehler zu machen. Sie werden Fehler machen und sie werden zuhauf Fehler machen. Ihr habt es jetzt ja gerade gesehen, ne? Nicht nur in unserem Team mit dem Vipera und dem G-Saw, sondern auch im Gegnerteam. Der Skorpion wollte unbedingt sterben, der Lynx wollte unbedingt sterben, der VK da scheint auch nicht die hellste Kerze zu sein. Also gebt dem Gegner auch die Zeit, die eigenen Panzer wegzuschmeißen. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp, den man in World of Tanks für diese Karte geben kann. Gebt dem Gegner die Chance zu sterben. Versucht natürlich als Light auch dann immer mal wieder zu spotten. Wäre jetzt natürlich schön gewesen, wenn die ISO hier rausgegangen wäre. Zeigt euch nicht. Oder wenn, dann nur, wenn ihr schießen könnt. Das wäre jetzt natürlich schön gewesen, wenn ich hier beide getroffen hätte, aber manchmal ist es halt auch einfach nur Wunschdenken. Das war jetzt ein wilder Schuss. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass mich hier die ISO wirklich noch treffen kann, aber er hat scheinbar diesen kleinen Teil von meinem Turm dann doch noch gesehen, weil ich den Turm zur Seite gedreht habe. Also hier Fehler von mir. Gott sei Dank hat er nicht die große 750er Knarre drauf. Ja, und ihr seht jetzt, im Prinzip alle, die versucht haben, hier aggressiv zu spielen, sind mittlerweile tot. Und natürlich kann man sich jetzt darüber aufregen und sagen, ja, das ist doch ein scheiß Map-Design. Ja, ist es auch, habt ihr total recht. Aber entweder, wenn ihr die Geduld nicht aufbringen könnt, dann packt ihr die Karte auf die Bannliste. Ich weiß, dass das auch viele gemacht haben. Ich persönlich kann für mich sagen, ich habe die Geduld und meine Gefechtsergebnisse auf der Karte sind tatsächlich relativ häufig sehr gut und deswegen ist sie bei mir in der Rotation. Ich tue mich mit anderen Karten viel schwerer, also zum Beispiel sicherer Hafen ist für mich so eine Karte, da komme ich überhaupt nicht mit klar und ja, Berlin ist auch so eine Karte, feiere ich gar nicht. Außenposten, die drei, das sind so bei mir derzeit die Bans. Außenposten feiere ich auch überhaupt nicht. Paris, ja, irgendwas muss man ja spielen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, Airfield ist eigentlich eine Karte, wo ich doch unerwartet häufig sehr gute Ergebnisse habe, weil ich einfach weiß, auf welchen Positionen ich mit welchen Panzern zu stehen habe und dass die Gegner die Fehler machen. Ich denke, das brauche ich keinem zu erzählen. Man muss sich dann halt nur so positionieren, dass man die Leute dann auch dafür bestrafen kann. Und dann im Nachhinein, wenn quasi die Gegner dabei sind zu verlieren, dann kann man halt auch noch reinjodeln und sich dann den schönen Rest der Gegner einverleiben. Die Gegner haben jetzt noch da den VK 101P, einen Burask und die Arti. Ich habe jetzt hier nochmal auf HE geladen, weil ich gehofft hatte, dass ich jetzt hier vielleicht die Arti noch irgendwie rausmerken kann. Eigentlich war ich der Meinung, dass die das easy schaffen sollten gegen den VK. Der G-Saw steht da, aimt die Mitte ab. Also da würde ich sagen, vom Game Sense her auch wieder Fail, dass der G-Saw da jetzt immer noch steht. Wir haben gerade den Arti-Tracer gesehen, da ist sie. Und nochmal schnell rausnehmen, den Kollegen. Ich habe natürlich gleich auch noch eine Runde für euch dabei, die wir nicht gewinnen. Also ohne dass jetzt, natürlich ist das jetzt schon ein Spoiler, aber dass ihr auch mal seht, was man so machen kann, wenn es nicht so läuft. Weil Airfield bietet auch viele Möglichkeiten des Ausweichgefechtes. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, ne? Dass ihr auch so ein bisschen vielleicht die Möglichkeiten seht. Dass die Karte nicht geil designt ist und aggressives Gameplay nicht belohnt, ich denke, das weiß jeder. Aber dass es auch viele Möglichkeiten gibt, hier auf dieser Karte dann doch zu verzögern, doch das Gefecht in die Länge zu ziehen und zumindest seine Gefechtsergebnisse stark zu beeinflussen, stark zu verbessern. Ich glaube, das ist jetzt dem einen oder anderen gar nicht so klar. So, jetzt konnte ich dem Burras nochmal einen mitgeben. Der Burras konnte mir noch einen mitgeben. Jetzt dauert das noch einen kleinen Moment, aber sie kriegen ihn und wir haben jetzt hier die Runde gewonnen. War tatsächlich auch mein erstes Panzerass auf dem EBR 75. Ich hatte bis dato noch keins, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Wir schauen uns jetzt erstmal die nächste Runde an. Ja, in dieser Runde sind wir von der anderen Seite unterwegs mit dem Progetto, also diesmal kein Light. Wir haben aber auf beiden Seiten wieder ein Light. Wir haben wieder eine ganze Menge Heavies, ein paar TDs, also so das übliche Airfield-Szenario. Und
jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie das Ganze aussehen kann, wenn es vielleicht nicht im Sinne eures Teams läuft, weil ja, vielleicht der ein oder andere aus dem eigenen Team zu aggressiv ist. Ihr seht aber, das mit den Lights auf die Außen, das ist, glaube ich, klassische Meta. Natürlich kann man mit einem Light auch hier in der Mitte spielen, also hier auf dem Plateau. Aber grundsätzlich glaube ich, dass hier auf der B-Linie diese Büsche geradezu prädestiniert sind, um die Gegner erstens aufzuhalten und immer mal wieder richtig arschlochmäßig da reinzuschießen. So, der Weg auf den Balkon ist natürlich auch immer eine Gefahr für sich, aber trotzdem denke ich, dass nach wie vor, auch wenn der Balkon deutlich entschärft worden ist, früher war er viel stärker, mittlerweile ist er definitiv entschärft und trotzdem kann man mit guter Sichtweite und einem brauchbaren Tarnwert von hier immer mal wieder gute Spots liefern, vielleicht unaufmerksame Gegner. Es wird natürlich in den High-Tiers immer weniger, im Low-Tier kann man hier auch sehr häufig noch Gegner antreffen, die hier rüber crossen. Je höher ihr in der Stufe kommt, umso seltener passiert das eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen. Aber dennoch habt ihr hier die Möglichkeit, gut das Zentrum zu überwachen. Wichtig für euch ist, es gibt auch genug Leute, die hier natürlich gerne blind reinschießen, zu Recht, weil hier eigentlich immer jemand drin steht. Deswegen seid ein bisschen vorsichtig, bleibt nicht die ganze Zeit da vorne in dem Busch drin stehen. Wenn ihr den Balkon spielen wollt, ja, immer mal kurz wieder reinfahren. Ihr seht das, was ich hier mache, immer mal kurz wieder reinfahren, anspotten und dann aber auch wieder langsam rausfahren, nochmal antesten, nochmal gucken, ob ihr was spotten könnt. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge Informationen, aber die TDs, die fehlen natürlich noch. Ne? Jagdpanther 2, Su 130 PM, Skorpion. Und das ist eigentlich so ein klassischer Gefechtsverlauf auf Airfield. Es passiert nämlich erstmal genau gar nichts. Grundsätzlich ist das natürlich aber auch besser, als wenn euer Team gleich in die Gegner reinjodelt, dann Vollgas von den TDs Volley genommen wird und ja, dann abgeraucht wird. Also übertriebener Aktionismus auf Airfield führt eigentlich immer direkt in die Garage. Es sei denn, ihr seid in einem Plus-2-Matchmaking, ihr seid Top-Tier-Heavy oder Top-Tier-Keiler-TD und es gibt eigentlich im Gegnerteam kaum was, was euch stoppen kann. Das ist dann natürlich die Möglichkeit für euch, grundsätzlich auch ein bisschen aggressiver vorzugehen, aber auch das mit Augenmaß, weil es hier einfach so viele Kreuzfeuermöglichkeiten gibt, dass ihr, wenn ihr das verkackt, auch definitiv sofort in der Garage endet. Also ihr seht's, und jetzt haben wir hier so eine Situation. Ich werde mir wahrscheinlich einen Schuss fangen, da ist er, aber ich denke, ein Schuss getauscht gegen drei ist eine gute Ratio, also da haben wir definitiv keinen schlechten Trade mitgemacht. Wir haben uns hier für 317 Schuss gefangen und durften insgesamt drei Schüsse für 784 Schaden austeilen. Die Lights haben sich mittlerweile schon verabschiedet, weil sie eben keine Geduld haben. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen auf der Minimap drauf geachtet. Unser EBR ist darüber gekracht, auch wieder viel zu früh über die Mitte gefahren. Jetzt hier der M3Y fährt auch viel zu hoch, viel zu weit, auch schon deutlich über die Mitte rüber gefahren. Dem konnten wir auch erstmal drei Schüsse einstecken. Also, ganz, ganz wichtig für euch. Der nächste, der sich hier in eine extrem ungünstige Situation gebracht hat, ist der ISM. Ja, der läuft nämlich Gefahr, dass der T-44 hier immer reinschießen kann, vor ihm der M6A2 und der VK. Also auch da wieder unnötigerweise Gefahr, dass sich ein Mitspieler wegwirft. Wir haben jetzt ja schon den G-Saw und den EBR verloren, die wie gesagt auf der Außen zu aggressiv unterwegs waren. Immerhin der gegnerische Light, das gleiche Problem, auch schon tot. Der T-44 sieht zumindest so aus, als wenn er es besser machen würde, weil er ist immer noch am Leben. Er übertreibt es jetzt auch nicht, wird immer mal wieder gespottet, aber ich glaube, er kassiert dafür jetzt auch nicht groß. Jetzt ist der ISM draußen, wie gesagt, auch weil er sich in eine zu aggressive Position gebracht hat. Nächster Panzer, der viel zu aggressiv wird aus dem Gegnerteam. Das war jetzt gerade die Su 130 PM, hat hier den Kollegen Pilot rausgepusht, ist dann weitergefahren und auch hier wieder im Kreuzfeuer draufgegangen. Ich hoffe, das Bild wird einigermaßen klar. Und für euch eigentlich, um die besten Resultate einzufahren, sind eigentlich die Positionen, wo man dieses Gejodel einfach nur bestraft.
egal ob ihr jetzt gewinnt oder verliert, das, darauf habt ihr im Prinzip nur einen geringen Einfluss, weil wenn sich einfach zu viele Leute aus eurem Team wegschmeißen, weil sie es zu gut meinen, weil sie zu aggressiv sind, dann ist das schwer, das wieder einzufangen. Aber man kann zumindest seinen Teil dazu beitragen, hier das Gejodel zu stoppen. Wir sind jetzt ja mittlerweile schon bei 2200 Schaden. Jetzt kommt der nächste, da der Jagdpanther 2. Auch wieder ein sehr aggressiver Move. Die Gegner haben noch überhaupt gar keine Kontrolle hier über das Tableau. Und ich denke, es wird jetzt auch klar, was ich mit dem Kreuzfeuer meine. Ja. Es ist ja schön und gut, dass das Gegnerteam jetzt eine Kanone vorne liegt, aber da jetzt so aggressiv nach vorne zu krachen, auch der Indienpanzer muss aufpassen. Da steht immerhin noch ein Jagdtiger 8-8 und dieser Jagdtiger 8-8, der ist jetzt auch nicht einfach ohne weiteres wegzubekommen. Unsere Su 130 PM kann jetzt gleich mit auf den Jagdpanther schießen. Ich kann auf den Jagdpanther schießen. Der Tiger 2 da hinten, das ist natürlich dann wieder auch solche Touristen habt ihr dann dabei. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz interessant, wo er da steht mit seinem Full AP Tiger 2. Der fehlt natürlich jetzt hier in dem Bereich, um den Push jetzt zum Beispiel von diesem Jumbo da zu beenden. Oder ne, Mutant nennt man den ja. Und ich weiß, natürlich ist das jetzt hier kein actiongeladenes Gameplay, aber es geht ja in diesem Format oder in dieser Reihe vor allem auch darum, euch effektiver auf den Karten zu machen. Und wenn ihr die Karte in der Rotation habt, dann könnt ihr die Karte halt nicht neu erfinden. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, ich mache jetzt hier aber den absoluten Action-Johnny. Das bietet diese Karte halt einfach nicht an, weil sie darauf ausgelegt ist, dass man, wie gesagt, sehr gute Verteidigungsmöglichkeiten hat und dass man immer wieder in alle Himmelsrichtungen agieren kann. Auch hier auf dem Balkon habt ihr zwei Buschmöglichkeiten. Einmal die, wo ich jetzt drin stehe. Ich werde natürlich jetzt gespottet. Jetzt muss ich hier wieder so ein bisschen in Deckung fahren, dass der Jagdpanther nicht auf mich schießen kann. Ihr seht das, ich nutze jetzt diesen Stein da als Deckung. Der Jagdpanther will weiterfahren, weil er mir unbedingt, ja, oder irgendwem unbedingt einen drücken will. Und da auch schon wieder Aktionismus, zack, Garage. Das ist eigentlich die Gleichung. Und dadurch, dass es halt einfach so viele Leute gibt, die dementsprechend unterwegs sind, bietet diese Karte auch immer wieder Raum für hervorragende Gefechtsergebnisse, wenn man weiß, was man tut und wenn man im Prinzip den Gegnern auch die Zeit gibt, Fehler zu machen. Auch jetzt hier der G-Saw wieder, hat mir jetzt natürlich einen gegeben, aber kassiert 3, auch hier wieder. So ähnlich wie mit dem Type 63 eben. Ich habe mir jetzt einen Schuss für 346 gefangen und habe dem Kollegen jetzt einfach 3 Dinger mitgegeben. So, jetzt sind wir in der Situation, jetzt müssen wir hier weg, weil da kommen sie schon. Das war vielleicht sogar ein bisschen knapp, ein bisschen spät. Man muss dann auch realisieren, wenn man keine Deckung mehr hat, der Schuss auch mega frech in die Kommandantenluke vom Mutanten. Also hier vielleicht ein bisschen sogar zu lange gezögert, zu lange gebraucht, um hier wegzukommen. Wenn alle Panzer rund um diese Mittelgasse geplatzt sind, dann wird der Balkon extrem volatil, beziehungsweise ihr könnt ihn dann eigentlich nicht mehr halten, schon gar nicht mit einem Papierpanzer wie dem Progetto. Dann muss man ausweichen und dann gibt es wieder die Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt hier in die Position da, wo der Skorpion G steht, zu fahren. Die habe ich euch ja vorhin auch schon gezeigt, als potenzielle Auffangstellung, weil man auch hier wieder in alle Himmelsrichtungen agieren kann. Könnte getroffen haben, muss aber nicht. Und wenn jetzt das Gegnerteam hier wieder aggressiv nach vorne pusht, dann habt ihr jetzt hier die nächste Verteidigungsmöglichkeit, wo ihr sagen könnt, okay, wir versuchen hier den Gegner aufzufangen. Leider hat sich die ISO da jetzt spotten lassen. So, auch hier wieder 3 Schüsse in den Skorpion G, hat jetzt nur noch 7 HP. Wir sind HP-technisch noch relativ beieinander, 4000 zu 4000, wir liegen 3 Kanonen hinten, aber auch jetzt wieder nicht in dem Busch vorne stehen bleiben, wenn ihr Gefahr lauft, dass sich da jetzt Leute wie der CS53 nach hinten bewegen. Das ist jetzt wieder ein Fehler von der ISO gewesen, da stehen zu bleiben. Wenn die eigene Auffangposition verbrannt ist, dann auch mal einen Stellungswechsel vornehmen. Ja, Leute, die beim Militär waren, die wissen, wovon ich rede.
Gerade wenn eure Feuerposition aufgeklärt worden ist, dann sollte man auch nicht zu faul sein, auch einfach mal sich fallen zu lassen und einen Stellungswechsel vorzunehmen, damit ihr nicht auch noch Gefahr lauft, dass ihr da Blindschüsse in eure Position bekommt. Und der Überraschungsmoment ist sowieso dahin. Ja. Jetzt gibt es nicht mehr allzu viele Optionen. Man könnte jetzt noch gucken, dass man da hinten den CS-53 bespaßt, der da jetzt gerade rumfährt. Leider ist der zweite Schuss in seine Seite gebounced. Und jetzt bin ich hier noch zusammen mit dem Skorpion G und dem Jagdtiger. Ich habe noch zwei Schuss, das heißt, ich lade jetzt lieber nochmal oben auf APCR. Und der Jagdtiger 8-8 ist aber halt noch Full AP und der hat halt auch das Feuermomentum, wenn er das jetzt nicht blöd spielt. Skorpion G muss jetzt auch zusehen, dass er am Leben bleibt und mindestens noch einen Schuss macht. Und meine Aufgabe wäre es jetzt hier eigentlich, die Kills zu machen. Und ich habe jetzt mir überlegt, okay, es wäre ganz clever, jetzt auf den CS-53 drauf zu gehen. Hier vielleicht sich noch einen Schuss zu fangen und ihn dann rauszunehmen. A macht das gut, hat sich hier fallen lassen, hat sich jetzt hier auch nicht baiten lassen, da ist er wieder. So, ich will jetzt meine DPM nicht ganz runter rasieren, deswegen habe ich ihm jetzt hier nur zwei Schüsse gegeben. IS-3 ist da vorne an der Ecke. Das ist jetzt wieder so eine Situation, da kann der Jagdtiger eigentlich glänzen. Zwei Leute sind jetzt hier schon im Cap. Skorpion ist draußen. Ja, der Jagdtiger lässt sich da jetzt gerade ein bisschen viel Zeit. Hat die Kollegen immer noch nicht tot. Ja, und ihr seht, ne, das ist jetzt ja schwierig. Jetzt gedacht, ich fange mir ein. Aber da kommt auch noch der G-Store. Trotzdem. Wir haben hier gute 6000 Schaden gemacht, also der Jagdtiger wird das jetzt ja auch verlieren. Aber ich denke, das Prinzip ist einigermaßen klar geworden. Jetzt haben wir uns ein Light angeguckt, wir haben uns ein Medium angeguckt. Jetzt würde ich sagen, können wir uns nochmal ein Heavy Gameplay angucken und dann habt ihr hoffentlich ein vollumfängliches Bild. Ja, und in diesem Szenario sind wir in einem 10er-Gefecht. Wir haben auch ein absolut bescheuertes Matchmaking. Auf jeder Seite einen 10er TD, zwei 10er Lights und eine 10er RT. Also Hut ab für diese Templates. Dazu haben wir noch auf beiden Seiten einen 8er Light, also zwei 10er Lights, ein 8er Light. Macht definitiv immer Sinn. Und jetzt hier in so einem Szenario geht es eigentlich darum, mit dem Conqueror einen Fehler nicht zu machen. Und zwar darauf zu setzen, dass man hier auf dieser ebenen Fläche irgendwie agieren könnte. Was heißt das? Das Problem mit dem Conqueror ist, solange ihr Halldown steht und wirklich auch eure Gun Depression nutzt, ist die Turmpanzerung gar nicht schlecht. Aber wenn ihr jetzt hier steht, so wie jetzt hier, dann steht ihr eigentlich ebenerdig. Die Gegner sehen zwar trotzdem nur euren Turm, aber ihr habt halt, das ist halt nur die Hälfte der Wahrheit von Halldown, ja. Wenn man sich das mal anguckt, ihr seht das jetzt hier, ne? Ihr nutzt gar keine Gun Depression, sondern ihr versteckt im Prinzip ja nur eure Wanne. Deswegen will man hier eigentlich gar nicht stehen bleiben mit sowas wie einem Conqueror, weil eure Turmpanzerung dann doch relativ schwach ist und viele der Gegner euch auch mit Standardmunition beschießen können und am Turm pennen. Deswegen habe ich diese Position jetzt lieber dem Jagdpanzer überlassen. Gegen T95 und Co. will ich da sowieso nicht fighten. Ich stelle mich dann auch lieber mit einem Heavy in den Balkon rein. Wir haben jetzt auch schon gesehen, da wieder maximal aggressive Momente. Der ELC Even 90 ist schon rübergekracht. Guckt es euch an, hinten links in der Ecke. Das ist diese Zwischenstopp-Position, die ich meinte. Also hier am Strand, aber auf der Wasserseite, kommt ihr vom Balkon aus nicht ran. Man muss natürlich, wenn man jetzt hier mit dem Heavy, der relativ langsam dreht, hinfährt, immer ein bisschen ackern. Ganz klar. Da unten fährt jetzt ein E75 rein, auch ziemlich, ziemlich aggressiv. Lasst euch da auch nicht locken, lasst euch da nicht reinbaiten und sich dann überlegen, ja, ich könnte mich jetzt ja hier droppen lassen hinter den E75 und dann klatsche ich ihn. Dann kommen von irgendwo, und das garantiere ich euch, irgendwelche Lights, irgendwelche Autoloader an und klatschen euch aus dem Leben. Wenn wir uns jetzt hier hinterher hätten fallen lassen, ihr seht es jetzt da unten auf dem Minimap schon, XM ist da auch noch runtergedroppt, den können wir jetzt aber verarzten. Haben mal kurz geguckt, ob wir den AMBT noch beschießen können. Nee, können wir nicht.
Also lieber nochmal dem XM66F eine reingedrückt. So wie er da fährt, können wir ihm, glaube ich, sogar noch eine drücken. Ja. Der Conqueror, das ist halt auch einfach ein geiles Teil. Ich bin den jetzt mit dem Bosskeiler-Account nochmal wieder ein bisschen gefahren. Es ist einfach nur sensational, was dieser Panzer und diese Kanone können. 1-4, also auch hier sieht wieder nicht so gut aus. Das Gegnerteam sehr, sehr aggressiv reingekracht. Jetzt könnte man ja meinen, hast du nicht gesagt, wer pusht, verliert? Dein Team, das stand ja relativ passiv. Das Gegnerteam pusht und liegt 5-1 vorne. Was ist denn da los? Opatschki. Guck mal auf die HP-Zahl. Wir liegen HP-technisch noch vorne. Und viele der Gegner haben sehr, sehr hart bezahlt mit ihren HP. XM ist One-Shot. Der AMBT ist One-Shot. Der Manticore hat nicht mehr viele HP. Also man muss da dann auch immer so ein bisschen das Ganze relativieren und, wie gesagt, dann auch die HP im Auge behalten. Die Gegner liegen laut Anzeige jetzt schon über 1000 HP hinten, weil sie halt einen hohen Blutzoll gezahlt haben für ihren Push. Da der AMBT hat noch 10 HP, wie gesagt, EBR, Manticore auch schon extrem runter. XM, One-Shot. Jetzt der erste Kollege der T95 weggekracht. Der XM kann mir gerade hinten reinschießen. Ich wollte jetzt unbedingt hier eigentlich den Kollegen in seinem EBR raushaben. Aber der EBR. In seinem Char. Der Char-Futur hat sich aber auch schon selbst entsorgt. Also Full AP zu 0 AP. Auch gleich mal reingekracht. Also ihr seht das, ne? Wie schnell das dann auch gehen kann. Und es bringt dann überhaupt nichts auf Airfield, wenn man sich dann meinetwegen einen Kanonenvorteil rausgespielt hat, aber man dafür so unfassbar viel HP hat liegen lassen. Also das war einfach ein viel zu hoher Preis, den das Gegnerteam hier gezahlt hat. Der VK-75 da, auch schon extrem low AP. Renegade hat sich jetzt nochmal zu einem One-Shot verwandeln lassen. E75 ist da rangefahren, ist low AP. Und dann kann jetzt eigentlich die Putzerkolonne kommen und das Ganze auffiedeln. So, EBR tot. Nächste Kollege aus dem Gegnerteam, der raus ist. Wie gesagt, Manticore, AMBT waren sowieso One-Shots. XM66F war auch One-Shot, ist jetzt auch tot. Dann war der nächste One-Shot, jetzt auch tot. Und dann fällt das Ganze wie so ein Kartenhaus zusammen. Jetzt ist der Moment gekommen, wo man dann mal sagen könnte, okay, es steht 8-5, wir liegen 2000 AP vorne. Let's go. Lasst uns gucken, dass wir hier aus der Runde noch was abbekommen. Aber auch nicht zu krass. Na, das ist auch immer wichtig. Lasst euch da nicht lumpen. Lasst euch am Ende auch nicht verarschen. Wenn ihr jetzt hier reingeht, dann mit Bedacht. Das Gute ist aber, wenn hinten hinter mir jetzt Stritzwaren oder Uder stehen, ich würde sie spotten, wenn sie auf mich schießen. Und kann jetzt hier mir noch eine Scheibe vom Uders mit abschneiden. So, der hat auch kassiert. Und jetzt, wie gesagt, müssten eigentlich nur unser EBR in den Panzer da hinten noch die beiden One-Shots wegklären. Dann müssen wir noch irgendwie die Arti finden. Und da ist der nächste Kollege, den wir gefunden haben. Stritzwaren, das ist natürlich jetzt auch ein schönes Ziel. Der EBR hat den Uders gefunden, der Jagdpanzer verschießt. Hori, Indien etc., die gehen da gerade auf den AMBT. Jetzt habe ich ein kleines Problemchen. Jetzt fahre ich hier voll ins Kreuzfeuer. Und selbst in solchen Situationen zum Schluss noch ins Kreuzfeuer reinfahren, kann extrem ärgerlich sein. Deswegen versuche ich jetzt hier sofort in die Senke reinzukommen. Jetzt hier versucht den Stritzwaren zu ketten. Also den Bounce, den muss mir mal einer erklären. Er zeigt mir seine ganze Unterwanne. So, aber fairerweise donatet er sich noch. Von den anderen beiden kriegen wir jetzt nichts mehr ab, aber ich hoffe, das Prinzip ist klar geworden, ja?
Und das hat sich jetzt durch alle drei Replays durchgezogen. Wer pusht, verliert. Wer pusht, kriegt in die Schnauze. Und selbst hier sah es kurz so aus, als wenn man mit einem Push wirklich Erfolg haben könnte. Aber Opatschki, der Schein trügt. Die lagen zwar 5-1 vorne, aber mit einem dermaßen hohen Blutzoll, dass sie hinten raus dann doch klar verloren haben. Also, das war mein Video zu Airfield. Wie gesagt, aber ihr habt es auch an meinen Gefechtsergebnissen gesehen und die sind jetzt wirklich keine Seltenheit. Ich glaube, wenn man einigermaßen geduldig spielt, wenn man sich so positioniert, dass man in möglichst viele Himmelsrichtungen gleichzeitig feuern kann und wenn man die Gegner einfach kommen lässt, also gute Auffangstellung bezieht, dann kann man hier sehr brauchbare Gefechtsresultate einfahren. Und dieser Umstand ist der einzige Grund, warum Airfield bei mir in der Rotation drin ist, weil die Gefechtsergebnisse für mich passen und weil ich mich im Prinzip an die Meta von Airfield angepasst habe. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ich wünsche euch frohe Weihnachten und freue mich natürlich, euch auch noch zwischen den Jahren im Stream sehen zu können. Falls ich euch nicht mehr sehen sollte, falls das vielleicht auch das letzte Video ist, was ihr dieses Jahr von mir guckt, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass ihr 2024 wieder mit am Start seid.